Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Tolle Wolle. Ich zeige euch heute ein leichtes Tuch für den Herbst im Dreieck gehäkelt und das Ganze in so einem Lochmuster. Aus kleinen Luftmaschenketten, Dreier Luftmaschenketten habe ich dafür genommen und Baumwolle. Und welche Nadel und natürlich welche Wolle ich genau benutzt habe, zeige ich euch natürlich alles jetzt. Ja, ihr Lieben, los geht's mit dieser Rico Design Wolle und zwar in einem schönen Gelb. Ist so ein leichter Senfton, erinnert mich richtig schön an den Herbst, so an herbstliche Blätter. Und zwar ist es Bio-Baumwolle, Organic Cotton, in der Stärke 4 bis 5. Ich häkel das aber mal wieder mit der 6er Nadel, so ein bisschen lockerer. 50 Gramm, 90 Meter und ihr seht 100% Baumwolle. Ist auch so ein kleines, normalerweise sind die Etiketten bei Rico Design ja in diesem Weiß und häufig auch mit so ein bisschen, so Strahleffekt, so ein Glanzeffekt drauf. Dieses hier eben in so einem Recycling-Look und beziehungsweise in so einem Braun, mehr so Packpapierartig. Und die Wolle fasst sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön an. Und ich versuche mir mal hier die Mitte rauszuholen. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich häkel das Knäuel also mal wieder von innen. Ich tüttel mir hier mal so den Anfang ab und los geht's. Ich hole mir hier als erstes einmal den Faden durch. Ich zeige es euch nochmal. Ich lege den hier um meine Finger, einmal kreuzen. Dann gehe ich hier mit der Nadel rein und hebe das Ganze hoch. Also ich starte mit dem magischen Ring und nehme drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann befestige ich das Ganze mit einer festen Masche hier wieder in den magischen Ring drin. Dann schnappe ich mir hier den Endfaden und ziehe das Ganze zu und habe hier diesen Bogen liegen, der eben aus den drei Luftmaschen und der festen Masche besteht. Ich nehme jetzt wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, drehe das Ganze einmal um und steche jetzt hier in den Bogen rein, einfach unter dem Bogen herstechen. Und häkle eine feste Masche. Dann habe ich hier schon so einen kleinen neuen Bogen liegen. Und dann nehme ich wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Das werde ich sehr häufig machen bei diesem Tuch. Und häkle in den ersten Bogen nochmal eine feste Masche. Also aus dem ersten Bogen sind jetzt inzwischen 2 geworden. Hier ist der erste. Und hier ist der zweite und hier unten habe ich den der Vorrunde liegen. Hier habe ich jetzt so ein kleines Knötchen drin, das versuche ich mal eben rauszuziehen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Schlaufe, die sich gezogen hat. So, weg ist sie. Und überraschenderweise geht es wieder mit 3 Luftmaschen weiter. Okay, so, hier bin ich. 1, 2, 3. Einmal drehen. Und eine feste Masche in den Bogen häkeln. Wieder 1, 2, 3. Dann gehe ich in den nächsten Bogen rüber. Ich habe ja jetzt schon 2 Bögen. Wieder eine feste Masche. Und ich häkel jetzt in der dritten Reihe auch einen dritten Bogen. Am Ende der Reihe wird immer eben die Zunahme gemacht und ein weiterer Bogen gehäkelt. So. Also ihr seht hier den Anfangsbogen, dann der Bogen, der eben die erste und die zweite Masche hier in der Mitte so überspannt. Und hier am Ende liegt noch ein Bogen. Dann geht es wieder los mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Einmal drehen und hier um den Bogen herum feste Masche. 1, 2, 3. Das überspannt jetzt hier diese feste Masche. Feste Masche häkeln und 1, 2, 3 in den nächsten Bogen. Das ist übrigens schon der letzte Bogen. Eine feste Masche. Und dann hier die Zunahme. 1, 2, 3. Und auch hier in dem letzten Bogen befestigen mit einer festen Masche. Und so sieht das Ganze inzwischen aus. Es wird immer größer und immer mehr Bögen. Inzwischen habe ich 4. Und weiter geht's. Mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Drehen. Hier befestigen mit einer festen Masche. 1, 2, 3. In den nächsten Bogen mit einer festen Masche festmachen. 1, 2, 3. Nächster Bogen, nächste feste Masche. 1, 2, 3. Und ich bin schon im letzten drin.
Und im letzten wird natürlich dann noch einer hinzugefügt. 1, 2, 3 und festhäkeln. Und auch diese Reihe ist fertig. So, es wird also immer größer. Hier ist die erste Spitze. Hier dann die anderen beiden Spitzen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bögen inzwischen. Und ich zeige es euch noch ein weiteres Mal. 1, 2, 3. Einmal drehen. Dann hier direkt in den Bogen, feste Masche. 1, 2, 3. Hier in den Bogen, feste Masche. 1, 2, 3. In den nächsten Bogen die feste Masche. 1, 2, 3. Hier wieder durch. Feste Masche. 1, 2, 3. Und hier auch. Und die letzte. 1, 2, 3. Feste Masche. Und so sieht es jetzt aus. Es wird immer größer. Es ist ziemlich locker. Und es hat auch eben so einen schönen Locheffekt. Also wenn man es so stretcht, sieht man eigentlich, wie groß diese Bögen tatsächlich sind. Die legen sich so ganz gut aneinander. Also man kann es sehr locker tragen. Man kann es aber auch wirklich schön dicht tragen. Wenn man es dann so zusammendrückt, hat es auch eine schöne Dichte. Und ich häkel das jetzt nochmal eine ganze Zeit weiter. Ich habe ja noch einiges an Wolle vor mir. Und ich habe auch noch zwei weitere Knäule. So ihr Lieben, inzwischen habe ich das erste Knäuel verhäkelt und ihr seht, das Tuch hat sogar schon eine richtig schöne Größe erreicht. Ihr seht hier immer diese kleinen Bögen, die immer wieder ineinander greifen, ganz, ganz einfach gehäkelt, eben in den Dreier Luftmaschenketten. Hier habe ich jetzt sogar schon das zweite Knäuel dran und es geht jetzt einfach weiter, immer mit diesen kleinen Dreierpäckchen. So ihr Lieben, inzwischen habe ich die Knäule jetzt verhäkelt und das Tuch hat wirklich eine schöne Länge bekommen. Also hier seht ihr nochmal die Spitze. Also so ungefähr 150, 160 cm ist das Ganze lang. Natürlich auch ein bisschen flexibel, seht ihr hier auch ganz schön. Und eben auch ein schönes Volumen, wenn man es eben so zusammenrafft. Super schöner Farbton. Eben aus Baumwolle, noch so ein bisschen leicht und locker, jetzt so für die Übergangszeit. Ihr seht auch hier wirklich ein schönes Muster, schöne Regelmäßigkeit drin. Und dann muss ich natürlich nur noch die Fäden vernähen, wie hier. Und dann ist das Ganze fertig. So, hier an der Spitze kürze ich den Faden jetzt einfach. Ich habe die Schlaufe hier so ein bisschen groß gezogen. Die kann ich dann einfach rausnehmen. So ein bisschen anziehen und schon ist das Ganze hier auch fertig. Also wirklich ein schönes, schnelles Tuch, ganz, ganz einfach gemacht, also vom Muster her und ja, super schön herbstlich. Ich hoffe, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr natürlich in Zukunft auch kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.